Im festlichen Rahmen des Kongress Casino Baden fand die Überreichung des Tourismuspreis Niederösterreich 2015 statt. Bereits zum 19. Mal wurden Menschen und Unternehmen für ihre besonderen Verdienste rund um die niederösterreichische Tourismus- und Freizeitwirtschaft ausgezeichnet. Dieses Jahr wurde der Tourismuspreis Niederösterreich in den Kategorien Wirtschaft und Produkt- und Dienstleistungsinnovation verliehen. Auch ein Ehrenpreis wurde vergeben. Ja, der Tourismuspreis, der niederösterreichische Tourismuspreis hat eine sehr große Bedeutung. Wir seitens des Landes können Dankeschön sagen an all jene Persönlichkeiten, die den niederösterreichischen Tourismus geprägt haben, die Botschafter sind in Innen wie auch im Ausland und die Niederösterreich ganz hinaus in die weite Welt tragen. Zahlreiche Gäste aus dem Wirtschafts-, Medien-, Kultur- und Politikbereich folgten der Einladung. Durch den Abend führte Moderatorin Christiane Teschl. Der Preis in der Kategorie Wirtschaft ging an Familie Haider aus Roggenreit im Waldviertel, die mit ihrem Produkt Whisky und ihrer Whisky-Erlebniswelt nach 20 Jahren zu einem der erfolgreichsten Familienunternehmen in Niederösterreich zählt. Mit Unternehmergeist schafften sie es, aus der Nutzung vorhandener regionaler Ressourcen ein weltweit gefragtes Produkt zu entwickeln. Die Whisky-Erlebniswelt ist nicht nur ein Top-Ausflugsziel mit rund 70.000 Besucherinnen jährlich, sondern auch eine treibende Wirtschaftskraft für die Region. Mit ca. 70.000 Besucher pro Jahr haben wir es auch geschafft, touristisch einiges zu bewegen. Und das ist natürlich mit der Unterstützung des Landes Niederösterreich dann besonders gut gelungen. Also das ist nicht selbstverständlich, also hier ausgewählt zu werden. Und das ist wirklich ein Highlight unserer ganzen Firmengeschichte. Der Preis in der Kategorie Produkt- und Dienstleistungsinnovation wanderte heuer ins Mostviertel zur Familie Distelberger. Josef Distelberger hat es als Gründer und Betreiber der Hochries verstanden, aus seinem Vierkanthof eine erfolgreiche Mischung aus mehreren Betriebszweigen, Gasthof, Urlaub am Bauernhofbetrieb und Ausflugsziel zu schaffen, das heute tausende abenteuerlustige und entdeckungsfreudige Familien anspricht. Der Preis bedeutet uns sehr viel im Betrieb. Also ich muss sagen, wie ich das gehört habe, dass ich das mir überreicht kriegen, haben wir uns recht gefreut, also die ganze Familie, weil es eine Anerkennung ist für unsere langjährige Arbeit, was wir gemacht haben und eigentlich was wir für den Tourismus unternommen haben. Zum sechsten Mal in der Tourismuspreis Niederösterreich-Geschichte wurde ein Ehrenpreis verliehen, nämlich an die Doyenne des Sommertheaters Elfriede Ott. Die Kammerschauspielerin initiierte gemeinsam mit Hans Weigel 1983 die jährlich im Sommer stattfindenden Nestroy-Spiele auf der Burg Lichtenstein in Maria-Enzersdorf und festigte damit die kulturtouristische Bedeutung des Sommertheaters in Niederösterreich. Die Tourismuspreisträger sind wertvolle Botschafter und prägen nicht nur das positive Image des Landes, sie setzen zudem wichtige touristische Akzente.